T-Shirt-Business Rettungsstelle. Bändler, schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ja, keine Verkäufe. Das sieht schlecht aus. Erste Frage. Ach so, ja, Sie kommen von der Konkurrenz. Alles klar. Das erklärt Ihnen so einiges. Eine Frage hätte ich allerdings noch, denn wir haben ja hier den besten Service mit den schönsten Suiten. Wichtigste Frage, privat oder Kasse? Alles klar, der ist Kasse, Mama Feldbett, fertig. Als T-Shirt-Business-YouTuber und auch Kursbetreiber habe ich einen großen Überblick über die Leute, die halt dieses T-Shirt-Business betreiben. Und da passieren immer wieder die gleichen Fehler und es kommt ab und zu mal wieder vor, dass halt Leute auf mich zukommen und sagen, du, irgendwo, ich habe jetzt hier irgendwo ein paar hundert Designs hochgeladen, verkaufe noch nichts, wie kann das sein und so weiter. Und da will ich einfach mal drauf eingehen, denn das Ganze hat nämlich meistens schon Gründe und meistens ist das wirklich nur ein oder zwei oder sind das ein oder zwei Fehler, woran das Ganze hängt. Und deswegen will ich dir diese Fehler einfach mal aufzeigen, dass dir die nicht passieren und du halt einen leichteren Start in dieses Business einfach mal hast. Also lass uns die Fehler angucken oder lass uns die meisten Sachen halt angucken, wie diese Sachen zustande kommen, dass es halt Leute gibt, die hunderte Designs hochladen und dann entsprechend nichts verkaufen. Bevor wir anfangen, will ich dir aber noch den Ursprung des T-Shirt-Business erstmal erklären, wie das Ganze angefangen hat für die Leute, die das jetzt erst in den letzten 2 Jahren oder irgendwas halt angefangen haben. Denn das T-Shirt-Business war ursprünglich nämlich ein bisschen anderes. Und zwar, da gab es nämlich nicht die technischen Möglichkeiten von heute, dass du irgendwo einen Auftrag reinkriegst und dann wird auch schon gedruckt. So war es nämlich damals nicht. Damals war das so, es gab bestimmte Stückzahlen. Du musstest Mindeststückzahlen haben, sowas wie 10 oder 5, das halt erst gedruckt werden kann. Die Leute von Tiseli und Co., die würden es noch wissen von damals. Da ging es dann wirklich danach, du musstest erstmal eine gewisse Anzahl an Verkäufen ja erreichen. Und da war das Risiko natürlich viel höher, denn das T-Shirt-Business war damals natürlich nicht nur dieses normale nicht dieses normale Marktplatzmodell, sondern da war es dann eher wirklich, du erschaffst halt ein Design, lädst das halt zu diesen Druckanbietern und bringst denen den Kunden und bringst denen natürlich entsprechend des Arbeitsaufwandes mehrere Kunden, und zwar 5 oder 10. Hast du jetzt eine Werbeanzeige geschaltet und dann auf einmal nur 8 Kunden gebracht, erfolgreich, aber halt in dem Sinne nicht 10 erreicht, dann wurden die ganzen Sachen nicht gedruckt. Und das, dann hast du natürlich deine Werbeanzeige komplett halt ins Leere laufen lassen. Das ist nicht so schön. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Da brauchst du einfach nur auf die Portale laden und warten, bis einer mal vorbeikommt und das Ding so mitnimmt. Da kommen wir nämlich schon zum ersten Fehler. Die meisten, die heute halt nichts verkaufen, sind meistens die, die natürlich nur hochladen und warten. Die muss wirklich klar sein, du wartest darauf, dass jemand morgens aufsteht und denkt, hey, ich brauche so ein T-Shirt, ich bin jetzt eine Krankenschwester und liebe noch Hunde und so weiter und so fort und suche exakt dieses T-Shirt auf diesem Portal. Darauf wartest du, wenn du wirklich nur rein organischen Traffic schaltest. Du bist im T-Shirt-Business dafür verantwortlich, Kunden zu bringen. Nicht nur durch das Listing, sondern auch entsprechend durch Aktionen. Und diese Aktionen können vieles sein. Diese Aktionen können sein, dass du einen Instagram-Account aufbaust, dass du irgendwo einen Pinterest-Account halt hochziehst und da halt Werbung machst, genauso, dass du vielleicht auch Werbung schaltest, dass du wirklich aktiv in die Sache reingehst, dass du in Foren die ganzen Sachen teilst und dass du halt nicht wirklich passiv nur wartest. Das ist der erste Grund, warum du natürlich nicht die Traffic-Zahlen bekommst, die andere mit Anzeigen bekommen, wenn sie halt verkaufen. Werbung schalten war so gesehen der Ursprung dieses Business und das solltest du heute immer noch können. Und das Ganze ist halt nicht unbedingt so einfach. Ein Facebook-Werbetutorial habe ich dir halt auch aufgenommen, da kannst du auch noch mal ein bisschen reingucken. Ansonsten, sowas musst du wirklich richtig lernen, um es mal so zu sagen. Wo der Link ist, unten in der Videobeschreibung, t-shirtfrank.de, weißt du. Kommen wir mal zum zweiten Fehler, und zwar der falschen Skalierung. Skalieren ist ein sehr, sehr bekanntes Mittel, gerade halt bei Anfängern, weil die möglichst schnell auf entsprechend hohe Stückzahlen von ihren Designs kommen wollen. Weil viele haben irgendwo im Kopf, ab so und so viel Designs verkaufe ich so und so viel. Nein, das ist falsch. Sondern es geht wirklich rein darum, wie viel gute Winner hast du. Wenn du 5 Designs hast, die richtig gut ziehen, in guten Nischen platziert sind und die halt massig Sales halt machen, dann brauchst du keine 1000 Designs. Und
das ist, was Leute immer wieder nicht verstehen. Skalieren kann halt auch sein, dass ein Typ, der irgendwie 300, 400, 500 Designs halt hochgeladen hat, vielleicht in Wirklichkeit nur irgendwie 10 Designs gemacht hat oder vielleicht 50 und die halt skaliert hat in 1000 verschiedene Sachen. Wenn du da aber die falsche Skalierung hast und irgendwo die Nische nicht richtig ansprichst, dann kannst du skalieren, so viel du willst. Dann kannst du aus einem Design 50 Designs machen, dann wird da auch keiner kaufen. Und das müssen die Leute halt verstehen, dass wenn du skalierst, dass sowas halt klar die Stückzahl deutlich erhöht und deutlich schneller erhöht. Aber ob es denn auch zieht, das ist dann wieder die andere Frage. Was ich festgestellt habe, ist, dass sich breiter aufstellen einfach viel mehr lohnt, weil du damit viel mehr Nischen abdeckst, viel mehr Styles abdeckst und dann halt siehst, 2, 3 Styles davon ziehen und dann hast du eine Spur aufgenommen und in diese Spur gehst du dann rein. So kommst du langsam halt daran, dass du wirklich weißt, was sich verkauft und dass du dann deine Zielgruppe entsprechend findest. Weil sonst kannst du halt ewig probieren und da halt rumskalieren, wie du willst, dann kommt in dem oder dementsprechend halt auch nichts. Fehler Nummer 3 ist ganz klar der richtige Nischen-Research, weil du musst wirklich hier nach Daten gehen. Du kannst nicht nach Bauchgefühlen gehen und da irgendwo sagen, ja, ich habe eine Idee, was ich vielleicht mal gerne ausprobieren würde. Das kannst du gerne machen zusätzlich, aber bitte nicht als Hauptverkaufsargument, denn als Hauptverkaufsziel sind halt die Sachen, die wirklich Bedarf haben, wo gesucht wird, die sich bewiesen haben und das kannst du auslesen. Das kannst du auslesen auch mit Tools, mit denen kann man richtig Daten auslesen. Da kann man richtig sehen, was verkauft sich gerade, was sind denn die besten Designs, weil die meisten, die halt keine Research-Tools benutzen, die kommen nicht so genau ran, um einfach da wirklich diese Bedarfszahlen zu ermitteln, was kaufen Leute denn gerade aktuell, und das ist halt ein Riesenproblem, wenn sie wirklich nur nach dem Bauchgefühl halt gehen, statt wirklich die Zahlen und ja, Daten zu sehen. Die sehen ganz genau, mit welchen Keywords musst du ein Listing schreiben, zum Beispiel sowas wie mit Merch Informer, Merch Report und sowas. Merch Informer hat übrigens gerade eine super Sonderaktion, da kriegt er die Pro-Mitgliedschaft mit dem Code FRANK20 und das Ganze runtergesetzt bis zum Ende des Monats, also bis morgen, nee, übermorgen in dem Sinne. Und ja, damit kriegt er halt das ganze Ding für 19,95, ist Werbung und so weiter, aber wie gesagt, ein cooler Deal. Und damit kannst du sowas halt auslesen. Und das sind doch Sachen, die sind schon wichtig, sowas halt zu haben. Jetzt nicht wegen dem Werbung und Affiliate und sowas, habe ich ja schon jahrelang davor gesagt. Aber einfach, dass du wirklich weißt, du musst wirklich nach Daten gehen und du musst nach Suchvolumen gehen. Alles, was das große Suchvolumen hat, hat natürlich auch die größeren Verkaufschancen. Weil alle geiern halt immer damit, möglichst viele Verkäufe zu kriegen, aber keiner will irgendwo die großen Zielgruppen ansprechen. Und das ist so ein Widerspruch in sich und das ist eigentlich schon Fehler Nummer 4. Einfach dieses Missverhältnis von Zielgruppe zu ich traue mich nicht. Ihr braucht wirklich keine Angst haben und auch mal wirklich große Topseller halt angreifen in dem Sinne, weil wenn du dich da durchsetzt, dann hast du gewonnen. Guck also immer danach, wie groß ist das Suchvolumen, wie viel Interesse ist einfach. Du kannst sogar checken mit Facebook Insights, so in etwa oder Zielgruppengrößen einfach mal, wenn du bestimmte Kombinationen hast. Wenn du Flex-Targeting machst, verschiedene Zielgruppen halt einfach mal kombinierst, dann schränkst du natürlich den Suchbereich ein. Und das kannst du überprüfen mit Facebook Insights. Da kannst du die Daten auslesen und erstmal so ein Gefühl dafür kriegen. Am besten ein kleiner Tipp, schreib dir eine Excel-Tabelle an die Seite oder leg dir einen Zettel an die Seite und schreib einfach die Zielgruppen und Größen halt auf, dass du erstmal abschätzen kannst, wie groß sind denn jetzt Hunde und Kaffeeliebhaber oder Katzen und Kaffeeliebhaber oder Leguan und Kaffeeliebhaber, jetzt kam er wieder. Und danach solltest du halt schon gehen. By the way, wo du natürlich auch auf jeden Fall mal hingehen solltest, ist mal mein Instagram-Profil. Und zwar da werde ich ab und zu immer wieder Sachen posten und zwar von T-Shirt-Designs, von speziellen Designs, also dass du die Designs auch siehst, was sich so verkauft oder was sich so verkauft und genauso dazu denn noch die Erklärung. Also dass du einfach mal siehst, okay, so sieht wieder ein Verkauf aus, so sieht wieder ein Verkauf aus, dass du einfach mal beschrieben kannst und zwar wie diese Mechaniken funktionieren oder wie diese Designs einfach mal aussehen sollen, was sich einfach verkauft. Coole Sache auf jeden Fall, da einfach mal ein Follow dalassen. Was natürlich hier auch da lassen solltest, ist mal einfach mal den Like-Button natürlich und genauso hier Subscribe einfach mal, dass du hier ein Abo dalässt, denn das pusht den YouTube-Algorithmus natürlich und hilft mir hier diese Videoserie auch ein bisschen mit Liebe und Leidenschaft nach vorne zu bringen an den Rolex-Leuten vorbei. Ist jetzt nichts gegen Rolex, aber ihr wisst, was ich meine. Das nächste ist einfach mal der Fokus auf deinem Business. Lass dich nicht ablenken, diskutier nicht ewig mit anderen, sondern setz die Sachen wirklich einfach mal um.
guck dir Infos an, guck dir Infos bei YouTube an, guck dir Infos in Facebook-Gruppen an und guck dir Infos in Kursen an und so weiter, in Coachings, in weiß ich nicht was. Na okay, von Coachings finde ich übertrieben die Preise, davon mal abgesehen, aber Infos sind halt gut so. Und dann setz die Sachen auch wirklich um. Diskutier nicht ewig mit Leuten halt, ob diese Sachen funktionieren, sondern probier es einfach mal selber aus. Und da sind die meisten nämlich, da ist das ganz harte, die ganz harte Sache, wo ich nämlich auch schon so überlegt habe, eigentlich da würde ich sehr gerne diesen YouTube-Kanal ein bisschen hinschieben, aber ich weiß nicht richtig, ob das so eine gute Idee ist, weil es mir denn den Algorithmus wieder versaut, dass man so ein bisschen auf diese Selbstständigkeit eingeht. Und zwar, dass du wirklich lernst, wie man ein Business betreibt, weil dieses T-Shirt-Business ist ein Business. Ist ja schon ein T-Shirt und Business in dem Sinne halt drin. So, und so solltest du es auch betreiben, halt als Selbstständiger, und da wirklich mit deinem Fokus halt reingehen und umsetzen. Machen, lernen durch Umsetzung und nicht halt irgendwo durch Theorie. Weil alle Tipps, die du dir hier anguckst, bringen dir nichts, wenn du es nicht umsetzt. Wenn ihr so eine Themen auch auf dem YouTube-Kanal haben wollt, ich hatte auch schon mal so überlegt, irgendwie so ein bisschen mit wie gehst du mit Geld um und so eine Sachen, dass man da auch mal ein bisschen was macht, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Weiter geht's mit den Tipps. Der nächste Tipp ist, dir nicht einzugestehen, welche Fähigkeiten du im Design hast, wenn du die Sachen selber kreierst. Denn das Print-on-Demand-T-Shirt-Business hat den Vorteil, du kannst es ja ohne Kosten starten, indem du die Sachen selber halt kreierst. Das musst du allerdings lernen, und wenn du nicht richtig irgendwo so den Stil halt hinkriegst, den die Leute kaufen, dann wird es halt schwierig und dann wirst du da halt auch nichts verkaufen. Und es sollte dir halt klar sein, dass du da dann auch mal einen Designer einstellst. Da muss man halt auch mal Geld investieren. Das ist halt, jetzt kommen wir wieder zu dieser Selbstständigkeit und Business-Sache, wenn du ein Business aufziehst, Geld verdienst du nur mit Geld in dem Sinne, dass man auch mal ein Investment tätigt und da halt sich mal einen Designer einstellt, mal Vektoren holt. Jetzt alles nur von kostenlos mit einem Penny aufbauen, davon ist noch niemand zum Millionär geworden, und das musst du einfach verstehen. Bei den Designern solltest du natürlich aber auch checken, ob die entsprechende Fähigkeiten haben. Guck dir schon an, was haben die gemacht, stell Fragen, frag die auch wirklich, schick mir mal was, was du schon vorher gemacht hast, in derselben Art, dass du einfach mal vergleichen kannst, was könntest du da so in etwa halt kriegen. Und wenn du denn schon merkst, der Designstil passt gar nicht, den brauchst du gar nicht einstellen, dann wird es wahrscheinlich eh nichts. Kommen wir mal zum allergrößten Fehler, und zwar diesen hier oder diesen hier. Hat jetzt nichts speziell mit diesen beiden Designs zu tun, aber wenn du solche Designs siehst, jetzt von der Art her, diese Dinger oder diese Sprüche, die schon seit Ewigkeiten grassieren, klar, die gibt es halt schon ewig, aber umso länger es die gibt, mit jedem Tag, der verrinnt, kann da einer eine Kopie von machen. Diese Copycat oder Copycatting oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es da einen Begriff halt geht, also wirklich eins zu eins nachmachen, solltest du lassen, weil das bringt nichts. Du sollst ja durch Innovation mehr Verkäufe erreichen und durch Innovation dich halt hervorstellen und nicht irgendwo, du bist ja kein Kopierer, du bist ein Designer. Weil viele verstehen das auch bei den Zeichentutorien falsch, dass sie halt irgendwo da irgendwie Anleitung zum Kopieren kriegen. Nein, du sollst einfach die Techniken dafür nutzen, um selber Sachen herzustellen und damit halt was Neues zu kreieren. Du sollst auch mal skalieren, wenn du irgendwo ein Design siehst, wandel das Ganze mal um. Ich werde jetzt dazu demnächst halt auch noch ein Video machen, also das nächste Video, was kommt, das wird dir ganz genau zeigen, wie du sowas halt mal umwandelst, dass du nicht immer die gleichen Sachen machst. Man muss sagen, klar, man verkauft diese Klassiker immer wieder, so ein Kitesurfing-Design oder sowas, also so eine Evolution-Designs oder so eine, diese ganz klassischen Sachen, Heartbeat, läuft immer noch. Mein Doc ist letztens damit auch wieder rumgelaufen mit so einem klassischen Heartbeat-Design, auch mit so einem Spygmo-Manometer. Und da habe ich mir dann auch halt gedacht, okay, krass, das läuft halt in dem Sinne immer noch. Gut, man verkauft es auch immer noch wieder, so eine Dinger, aber das ist halt wirklich, ihr müsst auch mal was Neues machen. Ihr könnt nicht immer nur die Sachen nachmachen in dem Sinne, was da ewig ist, und dann Riesenerfolge halt erwarten. Das ist halt der nächste Grund. So, ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest mal ein paar Tipps mitnehmen. Lass mir gerne ein Abo da, um diesen Kanal hier zu pushen. Alles, was du wissen brauchst, findest du natürlich auf t-shirtfrank.de. Da sind halt die Online-Kurse, die etwas größer sind als die anderen und auch deutlich mehr Inhalt bringen. Ja, ich weiß, die kosten in dem Sinne nur die Hälfte von den anderen, einfach nur, weil ich es cool finde. In dem Sinne heißt aber nicht, dass weniger drin ist. Ganz im Gegenteil, meistens fünfmal so viel. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen der Tricks, Tipps und alles, was da noch so dazu gehört. Und natürlich, wie immer, gute Verkäufe.